Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, zu vergleichen, wie das vorher aussah und wie das jetzt aussieht. Kannst du nicht, ist eine Katastrophe. Also. Jo, wir sind wieder mal in der Saatgut. Die hatte ich mal gezeigt, da war ich mit meiner Madame tief in der Nacht da. Und heute schauen wir uns mal an, was hat sich verändert. Mit dabei ist Josie Photography. Sie wartet im Auto. Und Florian von Vergessene Orte KP Pictures. Hat es damals gesehen, war fasziniert darüber, dass es noch da ist. Es ist natürlich auch offensichtlich, dass auch so langsam der Vandalismus. Also der Gang, der war definitiv frei. Hier war das Büro. Oh, oh. Das ist eine ganze Menge. Dafür ist der Schreibtisch nicht mehr so prunkvoll. Durcheinander. Der schöne Schrank. Diese wunderbaren Vertäfelung, da bekommt man doch mal wieder richtig Lust, das wieder aufzubauen, wieder einzuordnen. Wie das hier ist, vorbildlich. Also auch dieser Stuhlkreis ist mir persönlich auch neu. Eine Konstante hier, die Jacke hängt. Sind wir gerade tatsächlich in einer Küche? Hier sieht man, wie darüber Buch gehalten wurde, von den Dingen, die gezüchtet worden sind, was man da gemacht hat. Über Jahrzehnte, die seit der DDR-Zeit betrieben wurde, die eigentlich schon wieder fast museumsreif ist, nach über 30 Jahren. Alles futsch. Alles.
diesen Schrank hat Josie elendig lang getüftelt, um dieses eine Bild hinzubekommen. Einfach nur schade, was hier läuft. Einfach nur schade. Und ich muss dazu sagen, auch an alle, die gerade sich an die Szene mit Los Flays irgendwie ranwagen und denken, was sind das für Schweine? Ich möchte nur hinweisen, es gibt Menschen, die schauen sich das nur an und klauen nichts, zerstören nichts. Und es gibt Menschen, die gehen dahin, klauen und zerstören. Und wir, ich, von meiner Seite her kann es direkt sagen, auch mit Kai, wir gehören zu der Seite, wir klauen nichts und zerstören nichts. Und das ist das Hobby, das ist der Kodex, an dem wir uns halten. Wir dokumentieren den Verfall, die Geschichte dahinter. Es muss nicht heißen, dass wir Einbrecher sind oder Vandalisten. Was auch zu ist, ist so. Und es gibt Menschen, die halten sich streng an diese Regeln, an diesen Kodex. Und es gibt Menschen, die machen das nicht. Und es wäre schön, wenn der Kodex nicht so in Verruf gerät, wegen ein paar Leuten, wegen einer Minderheit, die alles zerstört. So, ich würde das auch sagen. Bye bye und über ein Abo und ein Like wäre ich ganz glücklich, wenn ihr mich da in dieser Hinsicht auch weiter unterstützt. Bis dann. Que solo están en la cabeza, pero no cambian el destino. Hacerlo realidad es nuestro deber y por ahora esto es nuestro asunto.